Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von Taut. Ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut heute. Ich freue mich eigentlich auf den paar Leute, weil ich weiß, wie es weitergeht. Letztens in der Polizeistation stehen geblieben. Die Maria hat jetzt nämlich gerade nachgeschaut, weil sie irgend so ein strange noise gehört, also so einen komischen Laut. Und jetzt schaut sie mal nach, was sie ist. Und die Pisserin lässt uns alleine in diesem Polizeirevier. Und es ist übrigens die einzige Frau, das ist der Mitarbeiter des Jahres, ist die einzige Frau, die, wenn alle weg sind, doch arbeitet. Also wenn eine Atombombe in den Nachbarstaat einschlägt, die arbeitet brav weiter. Das sind Mitarbeiter. So Leute, jetzt geht's weiter. Da liegt ein Feuerzeug auf dem Sofa. Es muss Maria aus der Tasche gefallen sein. Natürlich nehme ich es mit. Ah! Oh mein Gott. Wieso? Ich verstehe es einfach. Da kommt sie. Was passiert? Scheiße, sie ist im Raum! Mir ist schwindig, ich höre ein Geräusch, vielleicht soll ich nachsehen. Nee, verpiss dich! Oh, wie geh mir, oh mein Gott! Oh nein, ja, sie kommt, Dick, das ist, ich muss mich verstecken. Ja, wo verstecken? Hier, unterm Schreibtisch! Oh. Ninja Mode aktiviert! Komm nicht rein! Komm nicht hinein! Oh mein Gott, sie kommt hinein! Oh no! Oh no, 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 no! Maria! Maria! Hol den Josef! Oh nein! Sie ist drin! Scheiße, sie ist drin! Maria! Oh, oh, hör auf! Oh, ich konnte gerade noch fliehen! Oh mein Gott! Ah, der Part fängt schon super an, gell? Wir haben die 2 Minuten 30 und es ist schon aus! What? Hä? Bin ich tot? Okay. Oh, also ich bin noch nicht tot. Kann ich jetzt... Muss ich jetzt gehen? Oh ne, das ist die blöde Kuh wieder. Ah ne, ich kann gehen. Also ich spiele sie wieder. Okay, ich habe mich also gerade versteckt in irgendeinem Raum. Die Kuh ist einfach mal an der Wand etwas geschrieben. Und dann frage ich mich, wann es wieder ruhiger wird, wenn er geht. Und dann, wenn er wieder da ist, so höre ich den Engel und gleichzeitig den Teufel und die Schreie, sei still! Das ist nicht gerade ein Willkommens-Dings. Also ich eher so, der Urlaub war schön, das Pool ist warm, das Essen ist gut. Nicht so scheiße, wenn ich eine Postkarte schreibe. Sie hat einen polizeilichen Bericht. Bericht von Maria Lambrera. Habe die Leiche einer jungen Frau am Morgen des heutigen Tages in einem Waldstück in der Nähe des alten Waisenhauses entdeckt. Die rechte Hand des Opfers wurde abgetrennt. Die fehlende Hand war auch nach ausgiebiger Durchsuchung des Gebiets nicht auffindbar. Todesursache war diese schwere Verletzung jedoch nicht. Ihr gesamter Leib war mit zahlreichen Einstichen übersät, die offenbar von einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Küchenmesser, stammen. Außerdem mehrere Knochenbrüche, die auf einen Sturz aus großer Höhe hinweisen. Ihre Wirbelsäule war zudem wie ein Korkenzieher verdreht. Das ist nicht sehr bequem. Dies kann man wohl darauf zurückführen, dass sie einen großen Hang hinuntergerollt wurde, den das Waldstück hinabführt. Des Weiteren haben wir etliche großflächige Hämatome, bei denen außer Frage steht, dass sie durch extreme Gewalteinwirkungen hervorgerufen wurden. Die Spurensicherung hat zusätzlich noch ergeben, dass sie sich längere Zeit vor ihrem Tod unter Tage befunden haben muss. Wo genau ist derzeit nicht, ist noch unklar. Bei dem Opfer handelt es sich um... Hier wurde etwas abgerissen. Der untere Teil stammt vermutlich nicht von demselben Dokument. Ich glaube, das ist die. Die, was uns verfolgt, das ist die. Beweise sammeln sich zwar, jedoch wurden uns weitere Ermittlungen strengstens untersagt. Was ist los mit dieser Stadt? Jeder scheint zu wissen, was hier vor sich geht, und dennoch will keiner den Mund aufmachen. Warum dieses Verbot? Ich verstehe Siri nicht.
Es ist sowieso ein Wunder, dass er zum Polizeichef geschafft hat. Ich werde wohl allein weitermachen müssen. Das ist sicher die. Weil die sieht auch nicht so ganz gesund aus, wenn ich mir die so anschaue. Kann ich wieder zurück? Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Ja, da kannst du aber froh sein. Oh, aber dafür kann ich da rein. Okay. Boah, ich schaue so behindert rein. Ich höre Glocken. Wo bin ich jetzt? Ich bin beim Bücherregal um rausgefallen. Habe ich geschlafen? Schau das Feuerzeug, ob du das Feuerzeug noch hast. Wenn du das Feuerzeug hast, hast du nicht geschlafen. Wo bin ich hier gelandet? Tja. Ehrlich, Mädchen, das frage ich mich. Schon länger. Okay, was haben wir hier? Verschiedene Notizen wurde ein Schreibstift ergänzt. Gordon wird unruhig. Müssen uns das einfallen lassen. Wer ist Gordon? Darunter steht noch etwas in einer anderen Handschrift. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich den Ostflügel im oberen Geschoss abgesperrt. Den Schlüssel für den Westflügel finden Sie, wenn die Mutter bei uns weilt. Über uns weilt. Mutter? Eine Figur von Mutter Maria. Nehmen. Okay. Ich habe eine Maria-Figur. Es ist inzwischen wohl wieder Tag geworden. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Sie ist bei 5 Uhr stehen geblieben. Im Sommer ist es länger hell. Aber es hat ja geschneit. Es ist inzwischen schon... Okay, das haben wir schon gelernt. Okay, warte, Blumen. Ich kann ja Blumen anschauen. Blumen. Oh, mein Incendi-Bar ist nicht gerade die geilste. Hallo, was kann ich hier? Ich muss alles anschauen, Leute. Sonst bin ich tot. Bei der nächsten erschreckenden Szene bin ich tot. Das wollt ihr nicht. Wollt ihr nicht. Ehrlich nicht, weil dann verscheiße ich wieder so viel Zeit. Okay, kann ich da ran? Ah, kann ich. Kann ich. Oh! Oh, da ist ein Stuhl, der Arme. Warte, da liegt auch noch was. Das ist ein Schreibschlampe. Da liegt auch noch was. Da liegt der Zettel, allerdings ist die Schrift verwischt. Ich kann sie nicht entziffern. Aber mitnehmen könntest du es mal. Wenn du mal aufs Klo musst, hättest du etwas zum Abwischen. Du weißt nie, wann harte Zeiten kommen, Leute. Deswegen immer Taschentücher mitnehmen. Nee, ich brauche die ehrlich gesagt für meine Allergie. Ich habe eine Pollenallergie. Sie ist abgeschlossen. Nicht gegen Polen. Gegen Pollen. Das ist immer der tolle Witz, wenn du wem sagst, ich habe Pollenallergie. Gegen Polen. Okay. Gut, wir können da nicht rauf. Geht da nicht. Wir müssen da runter wahrscheinlich. Obwohl, das ist mir ein Raum zu viel, wo nichts ist. Oh, ich bin in der Kirche. Bin ich ehrlich in der Kirche? Die ist nach rechts gegangen, die Bitch. Ich hab sie gesehen. Ich glaube, ich bin wirklich in der Kirche. Was mich interessiert hätte, ob ich aus dem Polizeirevier raus hätte können, wenn ich nicht das Feuerzeug aufgehoben hätte. Ich werde nachschauen. Oh, irgendwas hat sie gesagt. Sie geht wieder zurück. St. Maria Grundschule seit 1982. Das ist eigenartig. Was denn? War's das schon? Ah, okay. Also ich bin gerade von unten aufgekommen. Oh, sie ist abgeschlossen. Oh, irgendein Trottel rennt in Silent Hill durch und macht schon wieder die Schlösser kaputt. Oh, auch abgeschlossen. Hätte mich gewundert. So, what the hell? Ah, von da bin ich gekommen. Hä? Ist doch von unten raufgekommen. Das macht keinen Sinn. Warte mal. Ich schau mal da. Kann ich da auch raus? Sie ist abgeschlossen. Entweder ich finde die Schlüssel oder ich muss meinen anderen Ausgang suchen. Ja, die Tür wahrscheinlich auch. Okay, sonst hätten wir hier nichts. You don't know shit. Also ich kann da, kann ich da rauf? Ja, sieht so aus. Okay. Oh, ein Telefon! Ich kann abspeichern. Oh, aber ich mache nicht den Fehler, dass ich überschreibe. Wir machen Anruf 6. Die Zahl. So. Oh. Oh. Okay, ein Krankenhaus. Eine leere Flasche. Ja, natürlich. Gib mir den Schreibtisch. Kann ich da unten auch raus? Da ist Schloss kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Oh, wieder. Okay, warte, da ist was. Das sieht aus wie ein Krankenbericht. Ein paar Wörter wurden geschwärzt. Krankenbericht der Schulärztin. Da könnt ihr wieder die ganzen Leute, die mir das damals übersetzt haben, diesen Bericht, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich hätte es nicht gekonnt. Und woher könnt ihr das? Das ist die größere Frage. Die können hier wieder das tun, aber hier gibt es keine Buchstaben, merke ich gerade. Die Schülerin, das ist sicher die erstochen worden ist heute Morgen im Unterricht zusammengebrochen.
Es war schon das dritte Mal diese Woche, als ich sie bat, ihr T-Shirt hochzuziehen und ihre Titten, so dass ich ihren Herzschlag abhören konnte, zitterte sie bereits leicht. Es war schrecklich, der gesamte Oberkörper war mit blauen Flecken überzogen. Als ich sie deswegen fragen wollte, brachte sie kein Wort aus dem Mund. Ich war bereit zum Schulleiter zu gehen. Schließlich ist es sehr wahrscheinlich, dass sie misshandelt wird. Doch Jenny meinte, ich sollte besser den Mund halten. Ihre Augen und die Eindringlichkeit in ihrer Stimme verriet mir, dass sie wohl begründete Sorgen hatte, mich zu warnen. Ich fragte mich, ob es richtig ist, zu schweigen. Ehrlich, in so einer musst du sagen. Das ist vielleicht fürs Kind nicht geil, aber man kann die Polizei rufen, das T-Shirt vom Leib und sagen, schaut's! Nicht die Titten! Die blauen Flecken! Und dann kann das schon gehen, also... Oh, ich habe Beruhigungsmittel... Oh, Gott sei Dank, aber ich brauch's noch nicht, weil ich denke, das macht mich voll. In dem Schrank wird es auf Ritalin aufbewahrt. Schöne heile Welt. Schöne heile Welt ist ein Buch. Kann ich jedem empfehlen, der gerne liest. Aber es ist wohl, es geht. Okay, kann ich die Blume anschauen? Nee, Blume kann ich nicht schauen, ich muss raus. Aber ein Beruhigungsmittel, die bräuchte ich. Leute, stellt euch mir mal vor, wenn ich Energy Drinks nehme. Nee. Oh Mann. Das ist nicht gut fürs Herz. Der Kasten ist abgeschlossen, ein rundes Scans darin. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, soweit sind wir schon. Verschiedene Ordner, fuck it, nichts Besonderes, was ist das? Die Seiten sind bloß auf einem kleinen Abstand alle leer. Tagebuch der Sekretärin. Manchmal sitze ich einfach nur gerne am Fenster und sehe hinaus. Die Wolken ziehen vorbei und ich wünsche mir, ich hätte es nicht gesehen. Könnte es vergessen, aber es ist so schwer zu vergessen. So sitze ich da, blicke aus dem Fenster und die Wolken ziehen daran vorbei. Heute kam der Direktor zu mir und meinte, ich soll doch endlich vergessen. Sieh doch aus dem Fenster hinaus, schon den Wolken mir vorbeiziehen zu und wünsch dir, dass du vergisst, was du sahst. Also dann habe ich wieder vom Fenster Platz. Ich blickte nach draußen, sehe den Wolken mir vorbeiziehen zu und wünsche mir, ich könnte das, was ich gesehen habe, vergessen. Heute kam er zu mir. Der Gehörnte? Der Teufel, das ist wieder der Teufel! Der Gehörnte, der doch sollte. Er meinte zu mir, ich soll doch endlich vergessen, aus dem Fenster sehen, mir die Wolken beim Vorbeiziehen anschauen. Das war nicht das, was ich wollte. Bei den Wolken sein, das war mein Wille. Mit ihnen am Fenster vorbeiziehen und so vielleicht endlich auch vergessen können. Das, was ich gesehen habe. So ging ich den Weg bis ganz nach oben. Ich hoffte, er würde mir bis dahin nicht folgen. Und ich hoffte, ich würde mich darin nicht täuschen. Jetzt bin ich schon fast da bei den Wolken. Aber ich habe den kostbaren Schlüssel verloren. Er ist nur gefangen in der Zeit. Halt! Ich höre ihn! Er kommt! Sei still! Oh mein Gott, das ist so creepy. Unter dem Buch liegt etwas. Ich habe eine Nagelfeile. Das ist fucking creepy, Leute. Das ist wirklich eines der geilsten Indie-Games, was ich je gespielt habe. Von der Story her, es ist einfach interessant. Und solche Spiele kennen nicht mal halb so viele Leute wie Call of Duty. Und da steckt mehr Liebe darin, finde ich. Also ich meine, Call of Duty ist ein ganz gutes Spiel. Ist okay, macht Spaß. Aber ehrlich, verdient das den Hype so sehr und nicht so wie das jetzt zum Beispiel? Das von einer Person kommt, die sich das ausdenken muss und wahrscheinlich mehr... Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war ganz... Leute... Oh mein Gott, das war gerade, oh mein Gott. Ich habe mich vielleicht nicht so erschreckt, aber, also ich habe mich schon verdammt erschreckt. Ihr habt es vielleicht nur nicht gesehen, also vielleicht habe ich mein Gesicht nicht so verzogen, aber das war die Höhe gerade. Oh mein Gott. Oh, das war der Call of Duty Fluch. Das ist die Call of Duty Frau Meier, die sagt, sag nicht immer mein Spiel. Ja, genau, das ist die Bitch. Ich speichere nicht ab, weil beim nächsten Mal habe ich den scheiß Jumpscare dann noch einmal. Fuck. Oh mein Gott. Okay, wir gehen wieder rauf. Warte mal, konnte ich rechts rein? Nee, da war die Tür doch zu, oder? Kommt denn dieser scheiß Geist vorbeigeflogen? Ehrlich? Bleib da. Oh mein Gott, das ist creepy, Leute. Wie viel habe ich noch? Okay, habe ich noch ein bisschen Kapazität zum Aufnehmen. Oh, fuck, ich habe mich so... Ah.
Okay, sie ist allein. Nee, die sind nicht allein, die Stufe. Abgeschlossen. Ich glaube, das war auch der Raum, wo der Geisel reingekommen ist. Oh mein Gott. Sie ist abgeschlossen, eine Wasserlache ist vor der Tür. Scheiße. Okay, ich kann nicht rein. Oh, ich habe wirklich. Oh, bitte. Habe ich was aufgehoben? Gegenstände? Haarschlüssel? Nee, das ist von mir der. Feuerzeug? Okay. Maria-Figur? Es ist ein Rätsel. Maria? Leere Flasche. Nagelfeile? Kann ich die vielleicht wieder verwenden, um die Tür aufzumachen? Moment, es könnte vielleicht sein, dass ich hier die Tür aufmachen muss. Maybe, maybe not. Gegenstände. Weiter. Verwenden. Ich kann. Oh, scheiße. Also war nicht richtig. Ah, verdammt. Okay. Maria Figur, irgendein Rätsel war mit der Faria-Figur. Genau, mit der. Irgendwas war. Und ich sehe nicht, dass irgendein Schloss kaputt ist. Es steht nämlich nichts da. Es steht einfach nur, dass die Tür zu ist. Ja, die Nagelfeile kann ich sicher auch nicht verwenden. Links, was ist denn da? Nee, ist alles abgeschlossen. Aber ich habe die Maria. Ich muss die Maria-Figur doch irgendwo platzieren. Das kann nicht sein, ich bin fester Meinung. Ich bin fester Meinung. Gut, da war ich schon. Kommt einfach die Frau Meier so vorbeigeflogen und sagt Hallo. Und ich schreie mich an. Okay. Auf jeden Fall, ich werde noch. Da war ich doch schon. Es gibt doch keinen Weg dann mehr. Oh, na Moment! Da war doch noch etwas. Da! Das Ding da. Etwa, der Kasten abgeschlossen? Kann ich das vielleicht mit der Nagelfeile aufmachen? Sag jetzt nicht, dass du es gedacht hast. Ehrlich. Hast du nicht? Ha! Ich wusste es doch. Okay, Leute, das war toll für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Also, einen wunderschönen Tag. Wir sind jetzt in der Kackkirche. Die Maria ist von uns weggelaufen. Wir haben einen Haufen Items und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber Leute, trotzdem, ich finde, es ist echt ein sehr, sehr gutes, gelungenes Horror-Indie-Game. Und ich werde, glaube ich, in Zukunft öfter das Format aufnehmen, dass ich solche RPG-Maker-Sachen zocke. Weil da gibt es noch einen Haufen. Und das ist einfach ein Spiel, was wirklich Spaß macht, weil die Story so interessant ist. Und ich werde mir mehr solche Projekte suchen. Wenn ihr aber welche habt, die diesen Stil, Vorschläge immer gern gesehen. Ich habe jetzt ein eigenes Forum, kaputtzumachen.com. Dort könnt ihr eigene Vorschläge schicken, kurze Werbung nebenbei. Aber Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, oder? 3, 2, 1, ciao! Natürlich, wie kann das anders sein? So, Leute, juhu! Mehr! Ich meine, das ist schon okay, aber...